Tag noch. Abonnieren Sie den Kanal, um die Benachrichtigungsglocke einzuschalten und viele interessante Informationen zu erhalten. Einmeldung: Beatrice Egli wird eifersüchtig, weil Helen Fischer ihren Mann gestohlen hat. Was denken Sie über die Liebesgeschichte dieses Traumpaares? Hinterlassen Sie bitte Ihre Gedanken zu dieser Liebesgeschichte. Wie Sie gesehen haben, ist Eifersucht heute ein weit verbreitetes Problem. Eifersucht wird durch Ehebruch verursacht. Eifersucht ist Ehebruch. Nach einigen Informationen haben wir kürzlich aktualisiert. Beatrice Egli war eifersüchtig auf Helen Fischer. Warum sind Sie eifersüchtig? Wir erklären Ihnen den Grund für diesen Skandal. Beatrice Egli, 38 Jahre alt, arbeitet derzeit als Lehrerin und ist mit Herrn Lem, 42 Jahre, verheiratet. Lem ist derzeit Direktor einer Immobilienfirma. Da er beruflich sehr beschäftigt ist, hat er eine Assistentin für ihn rekrutiert. Helen Fischer ist 36 Jahre alt, unverheiratet und steht derzeit als Sekretärin bei Lem. Da sie Sekretärin ist, begleitet sie Lem oft. Mit ihrem attraktiven Aussehen näherte sie sich Lem allmählich und verhielt sich Lem gegenüber unangemessen. Lem erinnerte Helen Fischer daran, das nicht noch einmal zu tun, weil er bereits verheiratet ist. Doch Helen Fischer bemerkte das nicht, sie ignorierte Lems Worte. An diesem Abend hatte Helen Fischer Geburtstag. Helen Fischer lud Lem zu ihrer Geburtstagsfeier ein. Lem wusste, dass es schwierig war, Helen Fischer abzulehnen, also stimmte er zu Helen Fischers Geburtstagsfeier zu gehen. Helen Fischer machte Lem betrunken und die beiden waren schon warm bei Helen Fischer zu Hause. Lem kam an diesem Abend nicht nach Hause, also rief Beatrice Egli, Lems Frau, Lem an, aber er ging nicht ans Telefon. Bis am nächsten Morgen, als Lem aufwachte, sie und Helen Fischer im selben Bett lagen. Er war schockiert und verstand nicht, warum das passiert war. Und Helen Fischer freut sich, Lem angelockt zu haben. Helen Fischer ließ Lem die Verantwortung für sie übernehmen. Lem versuchte zu erklären, dass die Dinge nicht so waren. Lem sagte, er wisse es nicht, weil er letzte Nacht zu betrunken gewesen sei. Aber es hat sich so ergeben. Helen Fischer sagte Lem, er solle sich von seiner Frau scheiden lassen, um Helen Fischer zu heiraten. Weil alles so plötzlich kam, bitte ich um etwas Zeit, um die Dinge zu beruhigen. Als er am nächsten Nachmittag nach Hause kam, fragte ihn Beatrice Egli, warum er gestern Abend nicht nach Hause gekommen sei, ging nicht ans Telefon. Lem antwortete nur kurz, letzte Nacht sei er mit seinen Freunden auf eine Party gegangen und habe bei einem Freund übernachtet. Beatrice Egli wusste, dass jedes Wort, das sie sagte, eine Lüge war. Weil er mich nie lange betrunken und bei deinem Freund schlafen ließ. Beatrice Egli nahm Lems Handy, las die SMS und erfuhr, dass er letzte Nacht bei Helen Fischer übernachtet hatte. Beatrice Egli wurde wütend und ging zu Helen Fischers Haus, um eifersüchtig zu werden. Die beiden wollen niemandem nachgeben. Lem versuchte zu erklären, Beatrice Egli aufzuhalten, konnte es aber nicht. Vielen Dank für Ihr Interesse an uns. Wir werden ständig die neuesten Informationen aktualisieren. Vergessen Sie nicht, Ihre Gedanken im Kommentarbereich zu hinterlassen. Ich wünsche Ihnen ein glückliches und glückliches Jahr 2022 mit Ihrer Familie. Danke, wünsche dir ein neues Jahr voller Gesundheit und Erfolg in Beruf und Familie. Liebe dich so sehr, bitte abonniere meinen Kanal.